Blitz ist wirklich höchst effektiv gegen die. Hallo! Warum hat er den nicht gemacht? Den sollte er eben machen. Also, das ist vielleicht gerade ein bisschen langweilig, aber ich will das Teil haben. Ja. Und du bist ein richtiger Nervsack. Komm mal wieder zurück. Und zack. Ich glaube, ich gehe auf einem anderen Weg dahin. Fällt mir früh ein, ne? Oh, da ist noch eins. Sag mal, wie viele Holocrons laufen hier bitte rum? Gut, deins geht gerade in den Arsch. Und Verwundbarkeit, wunderbar, dann kann ich besser meine Holocrons suchen. Eine Macht-Kombosphäre. Nein, Abgrund! Nein! Dunkelheit! Och, Mann, oh! Muss ich jetzt die Holocrons nochmal sammeln? Da habe ich keine Lust zu. Ah, nee, anscheinend nicht, weil ich habe auch die XP behalten. Gut, wir gehen jetzt mal hier lang. Master, es ist ein Funkturm in der Nähe. Zerstören Sie ihn, um die imperialen Übertragungen in diesem System abzuschneiden. Gut, dann gehen wir mal hier runter, weil hier unten war ja einer. Ah, du solltest dich schon richtig bewegen. So, ab und... Seltsam. Das Signal ist schwach, aber ich kann es trotzdem entziffern. Es muss irgendwo einen Notgenerator geben. Ah. Bieg das hier jetzt mal auf. Auf, geh auf, geh auf! Wunderbar. So, und hier durch. Offizier stirbt zuerst. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Ja, ich weiß. Lass mich in Frieden. Oh, der macht das auch. Was ein böser Bub. Warum ist der denn so krass? Ach so, stimmt, das davor waren blaue Wachen, ne? Ah ja, genau. Master, laut imperialen Aufzeichnungen befinden Sie sich im persönlichen Quartier von Captain Ossix Stern. Jeden. Den Disziplinarberichten zufolge wurde er nach Kashyyyk versetzt, aufgrund von außerdienstlichen Aktivitäten. Eigentlich wollte ich den Wookie befreien.
Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Kreid-Drachen. Genau, wir können ja mal die ganzen Tiere durchgehen. Hier haben wir den Kreid-Drachen. Was ist das? Ich kann das nicht wirklich erkennen. Ich nehme den mal runter. Ja. So rum werde ich ihn wunderbar entziffern können. Entziffern ist auch ein tolles Wort. Ach, so einer. Und wie heißen die Teile nochmal? Weiß ich nicht. Ah, hier, Minox. Ganz toll, Minox. Hier haben wir... Ach, wie hießen die vier denn nochmal? Das waren, unter anderem die Reittiere von den Sand Troopers. Falls ihr euch erinnert. Ah, das ist dieses... Okay, also ich weiß nicht von jedem den Namen, schade. Wirklich. Ah ja, das hier ist von Town Towns. Die Köpfe. Das ist von dem... Ach, wie hieß denn das Vieh nochmal? Ach, Episode 2 halt. Hier, das ist das Arkli, das weiß ich noch. Was ist das denn? Das muss ich zugeben, kenne ich nicht. Wen haben wir hier? Ach! Schau mal einer an. Das ist ja wohl mal einer der von Jar Jar Binks Sorte, ne? Ja. Oh, das kleine Vieh weiß ich auch nicht mehr. Das ist, links ist auf jeden Fall, unter anderem dieses Vieh, was Jabba da hat, sich da als Haustier geholt hat. Das rechts hier ist, oh Gott, ich hab... Hat das Vieh in Episode 5, was im Müllschluck-Dingens-Teil ist. Das hier sind Hörner. Wow. Wie informativ. Boom! Ja, okay. Ich glaube, das war's aber auch schon. Gut, dann gehen wir weiter. Was? Da geht's auch. Ah, okay. Hallo? Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde. Eine feige Taktik. Ich diene nicht dem Imperator. Ich bin mit Kota hier. Meister Kota ist tot. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt er Kota schon Informationen über imperiale Ziele? Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er kam, um euch zu suchen. Gehen wir. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi? Dann zerstört die Plattform. Hä, wenn die Himmelsplattform fertig bin. Ist, naja, okay. Bringt das Imperium Wookiee-Sklaven ins All. Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen. Das Imperium repariert sie. Ja, irgendwann vielleicht. Aber die Wookiees hätten eine Chance zu fliehen. Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter. Es wimmelt dort von Imperialen. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten? Juno, ich habe gefunden, was wir suchen. Hervorragend. Ich bin am Treffpunkt in... Noch nicht. Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren. Ich nehme nicht an, dass ich euch das ausreden kann. Wahrscheinlich nicht. Jetzt dürfen also wir für Leia die Scheißarbeit machen. Toll. Kämpfe dich durch den Wookiee whatever. Hier, da sind Wookiees drin. Die müssen wir befreien.
Okay, alles kaputt machen. Die Wookies sind auch befreit. Stirb dran. Wow. So, Wookies. Okay, befreien wir mal die ganzen Wookies. So, Wookies, helft mir mal. So, der ist weg. Und tschüss. Und blaue Wache, komm. My best friend. Alles kaputt machen. Und die haben wir mal wieder elegant. Stirbschattentruppe. Vorne trifft mehrere mit. Komm, haut den mal um. Ah, schon tot. Schade. Achtung, Eindringling! Hier ist Captain Ozzyk Stern und ihr, mein Freund, verletzt gerade eine Menge imperiale Vorschriften. Ist euch aber wohl egal. Ich würde mich gern persönlich mit euch treffen, wenn ihr einverstanden seid. Captain Stern? Vorsichtig! Der Mann ist wahnsinnig. Es überrascht mich, dass Sie ihm nach der bösen Sache auf Malastair noch ein Kommando anvertrauen. Okay. Haha, so viele kleine Gegner, die nichts können. Lalala, ausschalten, du nervst mich. Stirb an meinem... Oh, die Droiden nerven. Gut, wir müssen wieder die Kabel rausziehen. Mensch, Steuerung, hast du genug gespielt? Zieh den Stecker raus. Ich weiß nicht, sind die empfindlich gegenüber dem hier? Ja, sind sie. Gut, ich habe eine neue Effektivität entdeckt, die mir vorher nicht bekannt war. Hier, unbegrenzte Macht. Nerp, nerp, nerp. Boom. 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 So gehen die ja voll schnell weg. Das finde ich cool. Und wieder raus. Ja. Ich würde jetzt allerdings sagen, wir haben 30 Minuten knapp. Ich höre mal wieder auf aufzunehmen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, man hört sich dann demnächst wieder im nächsten Part. Bis dann.